Ich begrüße euch. Ich bin Pamo, der Künstlerbär, und heute geht es um die Osterfaltschachteln, die ihr hier seht. Begonnen hat alles mit einem Experiment und einer Zeichnung eines Hasens mit Kugelschreiber. Danach wurde eine Schablone entworfen. Und wie es weitergeht, seht ihr jetzt. Hallo, ich begrüße euch aus dem Atelier. Ich bin die Heike und ich zeige euch nun, wie ich die Schablone entworfen habe. Dazu falte ich ein DIN A4 Blatt in der Mitte. Mit dem Geodreieck benutze ich die Mittellinie und setze einen Punkt bei 5 cm. Den verlängere ich nach innen in 90 Grad Winkel auf 1 cm. Dann von diesem Punkt aus 3,5 cm entfernt wieder eine Linie und die ist dann 1,5 cm. Von diesem Punkt wieder entfernt, 3,5 cm, nach innen zeichne ich eine 3 cm lange Linie. Und nochmal 7 cm nach unten und dort zeichne ich nach innen eine 1 cm Linie. Das zeige ich euch gleich auch noch in einer Zeichnung. So, aus diesem Liniengewirr wird nun ein Hase. Aber zuvor noch mal kurz die Aufnahme, wie viel Zentimeter von wo bis wo. Und jetzt zeichne ich einen Hasen. Hier wird das Ohr entstehen. Ich skizziere das vorher ein bisschen. Also das ist nicht die eigentliche Linie, die ich gleich ausschneiden werde. Ich probiere also, das ist hier so ein B, was ihr zeichnen könnt. Sieht aus wie ein B. Da oben, das ist das Ohr. Und jetzt kommt eine gerade Linie, die zeichne ich mit dem Lineal nach. Also den unteren Punkt mit dem nachfolgenden verbinden. So, diese Figur schneide ich nun aus. Und zwar nur am Ohr bis zu dieser Knicklinie. Und dann bleibt der Knick unberührt, der wird nicht geschnitten. Dann ganz wichtig. So, und jetzt schneide ich von unten die Linien nach. So, hier haben wir einen halben Hasen, den öffnen wir jetzt. Er hat ja die Symmetrieachse und jetzt ist es ein ganzer Hase und eure Schablone. Die müssen wir jetzt übertragen auf ein Stück Pappe. So, die ganze Faltschachtel ist 2 cm tief, deshalb zeichne ich mir von der unteren Kante des Hasen, also praktisch am Fuß, nach oben 2 cm. Das sehe ich in den Mittellinien. So, das zeichne ich ein und zwar zeichne ich das jetzt auf der Innenseite des Hasen. Das heißt, die Seite wird man nicht sehen. Hier mache ich das mit dem Falzbein, mache mir einen Knick rein und knicke es um. So. Das ist jetzt die Innenseite der Schachtel. Das ist die Außenseite. So sieht das denn aus und die Seitenränder machen wir jetzt noch zusammen. Die Seitenränder müssen natürlich dann auch 2 cm von der Tiefe her haben plus die Klebelasche. Also ich arbeite mit einem Stück, was 5 cm lang ist und 4 cm breit. So, das ist so lang. Jetzt zeichne ich mir auf jeder Seite 1 cm Punkte ein, rechts und links. So, und diese Punkte verbinde ich bzw. ziehe ich direkt mit dem Falzbein nach, weil das werden meine Klebelaschen. So, das abschneiden und umknicken.
So, auf die Klebelaschen werde ich dann auch gleich ein doppelseitiges Klebeband auftragen. Und zwar drehe ich mir die dazu um und habe hier ein 0,5 cm breites Klebeband, was ich aufsetze. Ihr könnt es auch mit Flüssigkleber oder Klebestift machen. Das ist vielleicht noch besser für den Anfänger, weil man dann noch ein bisschen ruckeln kann. Beim Zusammenkleben muss man nämlich genau sein. Jetzt aufgepasst, ich zeige euch nun, wie der gesamte Hase zusammengebaut wird. Und im Anschluss gibt es noch einige Dekorationsbeispiele für diesen Hasen. Thank you.
aller Hasen und ich wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln und schöne Ostertage. Bis bald, eure Heike und Pamo. Ich möchte mich bei meinen treuen Abonnenten bedanken. Ich habe die 100 erreicht, das freut mich sehr. Und ich freue mich auch weiterhin über Kommentare von euch und Anregungen.